Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial-Video. Es gibt eine neue Funktion bei den YouTube Shorts-Videos. Und zwar könnt ihr jetzt auch lange Videos verlinken bei euren Shorts. Ich zeige euch heute, wie das funktioniert. Viel Spaß mit dem Video. Dafür klickt ihr einmal auf Videos verwalten. Und dann sucht ihr euch euer Shorts-Video aus, was ihr hochgeladen habt, und klickt hier einmal auf den Bleistift. Dann scrollt ihr ein bisschen nach unten und hier steht Reloaded Video. Da klickt ihr einmal drauf. Dann öffnet sich hier dieses Fenster und hier könnt ihr jetzt ein langes Video von euch aussuchen und das da verlinken. Einmal draufklicken und dann auf Speichern und schon ist es fertig. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen und an alle neuen Zuschauer auf meinem Kanal. Wenn euch meine Videos gefallen, dann klickt auf Abonnieren und auf die Glocke, um in der Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Ich mache nicht nur Tutorial-Videos auf diesem Kanal, sondern auch noch andere Videos. Tschüss, bis zum nächsten Mal.